Und damit herzlich willkommen auf YouTube. Einen wunderschönen guten Tag bei Horizon Forbidden West. Nach fast einem Jahr endlich wieder weitergespielt. Das letzte Mal April 23, jetzt haben wir Februar 24. Heieiei. Es sind viele Dinge passiert in letzter Zeit, im letzten Jahr. Und umso mehr freue ich mich, endlich wieder in Horizon reinschauen zu können. Also stellt euch darauf an, dass ganz viele Fails passieren werden, weil ich die Steuerung nicht mehr kann, das Spiel nicht mehr kann, nichts mehr kann. Es wird lustig, hoffentlich. Wir werden sehen. Oh, und ich glaube, ich muss die Kamera bewegen in eine andere Ecke. Bei unten rechts ist, glaube ich, Fail. Okay. Fängt ja schon super an. Eieieiei. So. Dahin. Beste. Am besten spielen wir einfach so. Oh ja, so ist cool. Oh, so spielen wir. Bestes Gameplay ever. Entschuldigung. Ich weiß nicht, wie ich mich positionieren soll. Ich habe unten Elemente, da Elemente. Ach, ich schieb mich einfach hier so unten rein. In die Ecke so. Ich hoffe, da störe ich nicht. Am besten mich einfach gleich ausblenden. Egal. So. Wo waren wir denn? Wo waren wir? Was haben wir gemacht? Ich habe keine Ahnung. Was sollen wir überhaupt machen? Fangen wir mal an. Aktive Quest. Ein geheimer Widerstand braucht Aloy, um seinen vermissten Wahrsager und einen wertvollen Frachtbrief zu finden, der das Blatt gegen das Quenreich wenden könnte. Der Keil im Inneren. Das ist eine Nebenquest. Hauptquest wäre die Sterne in ihren Augen. Aloy und Saker machen sich auf den Weg zu den Koordinaten, die sie in Londras altem Hauptquartier erlangt haben. Ihr Ziel ist es, die Pläne des flüchtigen Zenith aufzudecken. Stimmt. Und das Schicksal von Sakers vermissten Leuten. Stimmt, da hat sich ja einer, den wir ja im Hauptgame, der geflüchtet ist, im Hauptgame, also nicht im DLC, sondern halt im anderen Spiel. Ihr wisst, was ich meine. Genau. Der Londra, das müsste, wir könnten ja mal, Vanasha, Londra, wer ist Londra? Kicker, oh nein, die werden direkt weggedingst, ne? Eluthia ist die Zero Dawn Unterfunktion, die für die Geburt und Wiederansiedlung einer neuen Generation der Menschheit zuständig ist. Ja. Draka, der ist ganz schön Draka. Der Typ. Ja. Ich suche Londra tatsächlich. Das hier müsste Londra sein. Da ist er. Ah, genau. In den 2060er Jahren befand sich der Multimilliardär Walter Londra auf dem Höhepunkt seines Lebens und seiner Karriere. Er war mit einer berühmten Schauspielerin verheiratet, gehörte zur Hollywood-Elite und stand oft im Interesse der Klatschpresse. Als Gründer und CEO von Heaven Sense, einem Asteroidenbergbauunternehmen, hatte er ein riesiges Vermögen gemacht. Doch im Jahre 2065, als die Pharaoh-Plage den Planeten verzehrte, floh Londra zusammen mit dem Rest von Far-Zenith, nur um 1000 Jahre später zurückzukehren. Nur erstmal so weit kommen, aber gut. Nehmen wir ihm die Credits einfach weg dafür. Wie verwerflich es auch immer ist, ist schon besonders. Nachdem sie einer zweiten Katastrophe entkommen waren, dieses Mal der Zerstörung ihrer Kolonie auf Sirius durch Nemesis, einer abtrünnigen KI ihrer eigenen Schöpfung. Genau. Das war ja die Anspielung auf Horizon Forbidden West Horizon Teil 3. Und ich hoffe, dass der Titel viel kürzer sein wird. Das macht das Benennen auf YouTube viel einfacher. Irgendwann nach seiner Rückkehr zur Erde trennte er sich aus unbekannten Gründen von seiner Kohorte. Deshalb war er nicht anwesend, als Aloy und ihre Gefährten die restlichen Zeniths in ihrer Basis aufhielten. Silence glaubt, dass Londra sich in die Ruinen von Los Angeles begeben hat. Eine wilde und tödliche Region, die jetzt als brennende Küste bekannt ist. Während Londras Motive in seiner alten Heimat schwammig bleiben, ist eines klar. Ein flüchtiger Zenith kann nicht sich selbst überlassen werden. Ja. Die anderen Charaktere lassen wir jetzt erstmal. Wir lesen zu den anderen Charakteren was, wenn wir sie nochmal treffen. Ich weiß, ich habe mal
versprochen, dass wir mal alles lesen werden. Vielleicht am Ende. Ah ja, Fähigkeiten. Es gibt jetzt neue Fähigkeiten. Oh Gott. Oh Gott. Outfits. Wollen wir uns mal was anderes anziehen? Wir können ja den Look anpassen von anderen Klamotten. Den mag ich eigentlich ganz gerne. Können ja mal den Look anderer Klamotten. Wir haben ja zwar das gerade an. Aber dass wir halt ein bisschen... Dass wir sozusagen neues Dings einleiten. Auch cool. So mit diesem Iro. Voll geil. Aber ich muss sagen, ich mag die Sachen von den Osaram sehr gerne. Die sehen sehr bequem aus. Aber ich glaube, das ist mir ein bisschen too much um den Kopf rum. Auch wenn es cool aussieht. Vielleicht, wenn es gefärbt ist, nicht so düster. Aber ich glaube, ich mag das. Das ist so farbenfroh. Ich glaube, das nehmen wir. Ja, guck doch mal. Sieht doch voll schön aus. Warte mal, wir haben ja auch noch einen Fotomodus. Guck mal. Da war ja mal was. Abu, du sollst das Spiel nach einem Jahr wieder spielen. Auch Abu? Erstmal Fotomodus. Speichern. Screenshot aufnehmen. Danke. Wunderschön. Wunderschön, Leute. Skull and Bones hat auch Fotomodus. Ich weiß, ich habe es gestern Abend angetestet und überlegt, ob es was für ein Stream wäre, und es wäre was für ein Stream. Aber ich wollte heute unbedingt alles auffüllen. Gut. Ich wollte heute unbedingt Horizon spielen. Unbedingt. Oh Gott, wie ging denn das alles nochmal? Werkbank benutzen? Waffen-Upgrades? Oh Gott. Ach so, aber da haben wir keine... Können wir upgraden? Ein neuer Platz. Sonnenschussjäger. Ja, komm, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas aufheben wollte. Wir können upgraden. Machen wir auch gleich. Und Spulen war hier anpassen, ne? Spulen und Gewebe. War das hier? Ne, da kann ich nur sehen, was wir haben. Erhöht die Stufe von Fallschildkapazität, Rauchbombenkapazität. Ah, okay. Hier, ne? Waffen, der Bogen. Der hier war das, ne? Genau. Was kann der nochmal? Okay. Erhöht kritische Trefferchance und Schaden um 15%. Finde ich grundsätzlich sehr geil. Gift brauchen wir nicht. Säure ist das, ne? Ist nicht Gift, ne? Säureschaden, das ist Kleber, haben wir nicht. Gegner können durch Schaden sofort in den Verwirrzustand versetzt werden. 2% aber nur, ist nicht viel. Ich würde noch ein bisschen Crit-Damage draufballern. Nochmal 15% zu den anderen. Das wäre dann 30% Crit-Damage. Finde ich gut. Chance und Schaden finde ich eigentlich grundsätzlich eine gute Sache. Korrigiert Gegnerschaden. Plus 25. Aber ich habe doch gar keine. Hä? Vorteile? Korrigiert Gegnerschaden. Das verstehe ich jetzt nicht. Erhöht Stoß- und Sprengschaden gegen. Achso, gegen Gegner, die korrigiert sind. Ah, so, okay. Luftgegnerschaden. Naja, gut, okay. Leute, keine Ahnung. Was machen wir denn jetzt eigentlich? Wo wollten wir hin? Wollten wir erkunden? Wollten wir Mission machen? Ich glaube, bevor wir jetzt Mission machen... Der Keil im Inneren bewegt dich zur Südwestinsel. Bevor wir jetzt Hauptquest machen, würde ich sagen, dass wir uns hier ein bisschen umgucken. Guck mal hier, das ist noch gar nicht aufgedeckt alles, ne? Aber abgeschlossen und... Aber das Areal ist grau. Unbekanntes Sonnenflügelareal.
Oh Gott, ich bin, es fängt an, Leute, ich bin wieder überfordert. Guck mal, hier, das ist weiß. Das heißt, hier war ich schon. Irgendwie. Schlängelzahn. Okay. Okay, wir machen mal Folgendes. Wir gehen mal dahin. Wir machen mal jetzt erstmal keine Quest direkt zum Anfang. Einfach nur, damit ich... kann ich die abwählen, bitte, die Quest? So, okay. Damit ich jetzt nicht durcheinander komme. Genau, wo ist der Kompass? Genau. Wo ist meine Markierung? Also wir müssen nach Norden, ich weiß. Markierung. Okay, egal, wir müssen nach Norden. Ach da, die ist ja nicht oben auf der... Ich habe die ganze Zeit oben auf den Kompass geguckt, aber wir sehen die ja nur in der Welt. Okay, ich würde sagen, wir gehen ein bisschen... Wie ging denn das nochmal? So? So? Oh, da vorne ist schon was. Was macht sie brüchig? Okay. Da gibt's schon Action. Oh Gott. Mehr oder weniger schon durch, was man so machen kann. Und das sind... Boah, was? 20 Stunden? Krass. Ja, ich habe Nina, die liebt ja Piratenspiele. Ich weiß, jetzt rede ich gerade ein bisschen off-stream, auch, off-stream, off-let's play. Aber, nur, dass ich das kurz gesagt habe. Oh, Bären. Oh, gelb. Oh nein, wer hat mich jetzt gesehen? Oh, shit. Nina liebt ja Piraten und sie spielt das jetzt gerade. Ich habe ihr das von runtergeladen. Oh Gott, wir müssen kämpfen, Leute, weil ich nicht mehr weiß, wie das geht. Warte mal. Wie war das? L1? Ah, okay. Uah, nicht raus. Na, L1 ist das. Okay. Wie ist denn das mit meiner Stimme zum Spiel? Passt das von der Lautstärke her alles? Müsst ihr mir gleich sagen. Sonst muss ich das nochmal anpassen. Ich habe das nämlich gerade nicht mehr auf dem Schirm. Ah, so war das, genau. Dankeschön. Oh Gott. Ja, läuft. Uah, ich weiß gar nicht mehr, was ich hier mache. Haha. Die hauen ab. Haha, flüchtet, ihr Narren. Flüchtet. Besser ist. Oh, oh, oh. Aua. Nein, nein, nein! Oh, oh, au, 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 au. Uah.
Ah! Tschüss! Au! Hört auf damit! So. Leben, 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 Leben. Ah, Mama. Genau das dachten wir auch gerade. Oh Gott! Steuerung, Controller! Ich will die ganze Zeit mit X ausweichen, aber jetzt X nur springen. Gottes Willen! Kartoffel! Haben wir's? Da ist noch ein Ausrufezeichen? Fragezeichen. Okay. Ui! Ui! Da war ja ein guter Start. Da ist er noch. Kannst nicht entkommen. Oh nein! Es rollt weg! Nicht rollen! Nein! Bleib stehen! Wo ist es? Haben wir's? Ah, da. Uiuiuiuiuiui. Alter, und dann auch noch das alles barfuß. Ich sehe jetzt erst, dass wir hier barfuß rumrennen. Erstmal alles wieder looten hier. Wow. Ah. So viel dazu, wie es anfängt. Hier müsste aber noch Zeug rumliegen, oder? Wo haben wir denn gerade gekämpft? Hier, ne? Da. Eieieiei. Ja, damit alles meins. Noch eine Spule. Den haben wir schon. Uiuiuiuiuiui. Uiuiuiuiuiui. So, wo sind wir denn jetzt? Oh, schön. Schön sieht's hier aus. Habe ich das schon mal gesagt, wie schön ich dieses Spiel finde? Oh, da ist wieder so ein Froschtypi. Entschuldigung. Habe ich schon mal gesagt, wie schön dieses Spiel einfach ist. Ach ja. Ich würde den Weg folgen. Wo ist denn der Weg eigentlich? Hier links von mir. Okay. Schön. Wirklich, wirklich schön hier. Einmal Richtung Norden. Hallo. Da ist es, genau. Ach, da ist wieder so ein Affengebiet. Ich hasse die Affen. Diese Affenviecher, ne? Stein. Oh, ein Stein. Warte. Wichtig. Wir haben nur 239 Steine in der Tasche. Der macht jetzt alles besser. Oh, die natürlich auch. Oh nein, falscher Knopf. Wie war nochmal Schleichen so? Was haben wir denn da? Was ist das? Unbekannte Maschine. Ein Spitzenversänger.
Eine Variante des Jägerkillers, die an ihren schwarzen und goldenen Rüstungsplatten sowie lilafarbenen Muskeln zu erkennen ist. Sie wurde modifiziert, um wesentlich robuster und tödlicher zu sein. Toll! Schön, dass wir direkt jetzt auf den stoßen. Beute. Was denn für eine Beute? Ah, die Hörner sind Beute. Okay. Oh, die Waffe. Okay, abnehmbar. Dann haben wir Kühl. Was ist das? Kühl? Nee. Was ist das? Rohstoff. Einfach Rohstoff steht hier nur. Da steht aber nicht was. Leuchtsprengerbehältnis. Abreißen, um diese Ressource einzusammeln, mal mit einem Plasmapfeil treffen. Okay, Plasma anscheinend. Und Sprengstoff. Bauteil explodiert, wenn zerstört. Bleibt stehen, wenn getötet. Das ist gut. Nicht zerstört, wenn die Maschine getötet wird. Finde ich gut. Okay. Hochsensibles Scan-Gerät, das dazu dient. Oh, das heißt, das müssen wir auf jeden Fall abballern. So gut es geht. Überbrückung nicht möglich. Nee, wie, wann mal? Hiermit, ne? Oh, stimmt, damit machen wir ja mehr. Ah, nee, das ist ja was anderes. Zielende Jägerpfeile, genau, damit können wir Maschinen. Für Maschinen markieren. Was haben wir noch? Ah, okay. Wo ist denn der hin? Wo ist denn der hin? Oh, da ist eine Höhle. Plasma hat hier kaum einen Effekt. Okay, wir haben den mal markiert. Mal nur markieren. Oha. So, wir versuchen den Horn zu erwischen. Das Horn zu erwischen. Oder vielleicht beide gleichzeitig sogar. Jawohl. Und den Rest vielleicht auch gleich mit. Oh nein. Oh, ich glaube, der ist böse. Ich glaube, der ist sauer. Oh, shit. What? Oh, fuck. Warte mal, der hat doch eine Waffe gedroppt, oder? Hat er nicht gerade seine Waffe gedroppt? Dass wir die benutzen können? Oh, fuck. Der ist böse. Was? Nee, jetzt kommen die Affen auch noch. Hör doch auf. Komm schon. Die Maschine ist bewegungsunfähig. Noch einmal greifen und Volltreffer. Shit. Erwischt. Oh, Alter, wo kommt ihr denn alle her? Hört mal auf. Au. Oh, what? Wir haben noch sowas wie Zeitlupe. Voll vergessen. Oh ne.
Wie war denn das nochmal? Oh Gott. Erstmal ein Blümchen sammeln. Warte mal. Niederschmetternder Schuss, Dreifachschuss, hohe Salve. Ich glaube, das ist nicht richtig, oder? Ich weiß nicht, was ich hier gerade mache. Au! Komm schon. Ich bin erschöpft. Ich brauche mehr Ausdauer. Oh nein! Bitter. Fängt ja gut an. Oh, Heilige. Du wurdest durch Elementschaden getötet. Danke, Spiel. Einige Outfits sind schwach gegen bestimmte Elemente. Dankeschön. Oh nein, wir sind wieder hier. Oh, bitter. Ja gut, dann erstmal auffüllen. Oh, so ein Mist, ey. Ist schon alles aufgefüllt, okay. Oh, wie blöd. Wie spät ist es eigentlich? Steht das hier eigentlich irgendwo? Ich glaube, ich habe das schon mal gefragt, ne? Wir warten mal, bis es morgens ist. Ach, wie blöd. RIP, ey. Zeit vergehen lassen. 18 Stunden. Ah, komm, go. Was soll's. Boah. Ist aber eine sehr helle Nacht gewesen. Eieieiei. Ich bin gerne tagsüber unterwegs. Ah, ey. Dabei wollte ich nur hier hin. Ich glaube, wir gehen auch mal den unteren Weg lang. Wir wissen ja jetzt, wie es da oben aussieht. Wir gehen mal hier unten lang. Können wir noch ein paar Blümchen mitnehmen. Ist immer gut. Wir haben auch nur 3304 in der Tasche. Hm, ein paar wenige. Ah, und hier sind Krokos. Nee, komm. Wir lassen das Fight mal. Wir gehen mal erstmal spazieren. Und wir sammeln natürlich. Das ist wichtig. Golddornpfeffer. Wir hätten auch mal was essen können, ne? Gehobelte Salzlende. Naja. Oh, ich, geh vom Weg ab. Eins, zwei, viele. Hä? Habe ich Feuermunition dabei? Tatsächlich ja. Nee, komm. Tschüss. Nee, ich will jetzt erstmal eigentlich nur weiter. Uiuiui. Ui, ui. Aber ich genieße es, wieder hier zu sein, Leute. Es ist einfach wunderschön. Da ist eine Ruine. Wir gehen mal kurz gucken. Abu und der unsichtbare Tieflader. Ja, da sollte sich mal hier Norman Reedus was abgucken bei Death Stranding, ne? Also wirklich. Übrigens habe ich mir den Trailer zu Death Stranding 2 angeschaut, auf der Playstation, na, wie nennt die sich? Play? Hier nennt sich Play, glaube ich, ne? Oder so? I don't know. Oh, ich bin so hyped drauf. Ach, das sind die Affen, ne? Ganz schön viele Maschinen. Was sie wohl hergeführt hat. Oh, warte mal, hier war doch irgendwo eine Höhle. Da wollte ich nochmal reinschauen. Da wollte ich ja eigentlich noch mal reinschauen. Da. Mehr verlassene Ausrüstung. Ich sollte mehr über diese Ossaram herausfinden. Stimmt ja. Gab es nicht eine Möglichkeit, die irgendwie böse zu machen, dass sie gegen ihre eigenen kämpfen? Das ging doch irgendwie. Warte mal, was waren das nochmal? Plasma? Megapfeile? Die haben wir nicht dabei, ne?
Irgendwie konnten wir die verwirren, glaube ich. State of Play, genau so heißt die. Danke. Okay, okay, passt auf. Wir versuchen die Affen mal nicht... Wir versuchen den mal ein bisschen hier rüber zu pullen. Wir versuchen das Vieh mal hier rüber zu pullen. Weil ich will den schon gerne... Ich würde den schon gerne haben. Ich würde den schon gerne seine Ausrüstung haben. Nee, ah, mit dem Hacken war das. Stimmt, mit dem Hacken war das. Aber es, ich brauche dafür dieses andere Chi oder so brauche ich, weil den kann ich noch nicht überbrücken. Oh, was für eine Chi-Überbrückung? Überbrückung nicht möglich. Ja, die fehlt uns. Das müssten wir eigentlich mal machen. Wo sind der jetzt? Aber da gab es auch Pfeile oder sowas, dafür bin ich der Meinung. Warte mal. Oh man, ist schon wieder so lange her. Man merkt es an vielen Stellen. Nee, Rohstoffe nicht. Was war denn das? Irgendwas Rotes. Hier, da. Nee. Da, dieses rote Ding da. Warte mal, Mittelbogen, Tenax, Marschall, bla bla bla. Hier, Pfeile um die Angriffe. Überbrückte Maschinen zu steuern, genau. Und kann schauen, na, das... Ja, nee. Das ist dieses rote Zeug da rechts, glaube ich. Das war dafür, glaube ich. Aber das hat irgendwie nie so richtig funktioniert, glaube ich. Deswegen habe ich es auch nicht wirklich verwendet. So, ich warte, dass der jetzt da ankommt. Dann müssen wir mal Pfeile nachbauen hier. Und dann benutzen wir vielleicht mal die Pfeile gleich, die stärkeren. Das ist nur Gras. Jetzt hat er uns. Ja, Pullen hat funktioniert. Ja, ich bin gleich wieder tot. Oh, warte mal, wir haben doch... Oh. Haut der ab? Der haut ab, warum? Bin ich außerhalb seiner Range, oder was? Hä, warum haut er ab? Oh, falscher Pfeil. Oh, das geht gut. Das geht gut, Leute. Jetzt können wir ihnen die Sachen abschießen. Oh, ah, das soll man gar nicht abschießen. Au, das hat wehgetan. Ich dachte, es würde reichen, wenn ich ein bisschen draufballer. Die Maschine ist bewegungsunfähig. Noch einmal greifen und Schultreffer. Jo. Nice. Oh, ja, wenn man nur gegen eine Maschine kämpfen muss, ist das auch gleich viel einfacher. Die behalte ich als Vorrat. Ui.